Die Bischofskonferenz war natürlich geprägt von den Ereignissen der letzten Tage, in besonderer Weise vom Terroranschlag in der Wiener Innenstadt am Abend von Allerseelen. Tiefe Erschütterung ist da spürbar bis auf den heutigen Tag. Fragen stellten sich und stellen sich. Sie betreffen nicht nur die Umstände und Hintergründe dieser Bluttat, die jetzt ohne voreilige Schuldzuweisungen, sondern mit nüchterner Expertise von den zuständigen staatlichen Institutionen umfassend zu klären sind. Ein Anschlag wie dieser will immer die Gesellschaft als Ganzes und unser Zusammenleben spalten und zerstören. Umso wichtig waren und sind die Zeichen aller politischen Kräfte sowie der Kirchen und Religionen, die in den schweren Stunden der Trauer für Frieden und Zusammenhalt aufgetreten sind, auch weiterhin dafür einzustehen. Wir Bischöfe danken allen, wirklich allen, die sich in dieser Schreckensnacht als Beschützer und Retter erwiesen haben. Unser Dank gilt allen, die den Opfern und ihren Angehörigen jetzt auch konkret helfen, Trost spenden und die wir für sie beten. Papst Franziskus hat vor einem Jahr bei dem brüderlichen Treffen mit dem Großimam Ahmad al-Daib in Abu Dhabi in einem gemeinsamen Dokument erklärt, ich zitiere, dass die Religionen niemals zum Krieg aufwiegeln und keine Gefühle des Hasses, der Feindseligkeit, des Extremismus wecken und auch nicht zur Gewalt oder zum Blutvergießen auffordern dürfen. Nie, wirklich nie, darf der Name Gottes benutzt werden, um Mord, Vertreibung, Terrorismus und Unterdrückung zu rechtfertigen. Vielmehr müssen religiöse Autoritäten wahre Dialogpartner und Friedensstifter sein. Dieses Wort des Papstes und des Großimams ist ein klarer Auftrag und muss auch von uns eingelöst werden. In Österreich, das gilt es dankbar dazu zu vermerken, gibt es dafür sehr gute Voraussetzungen. Denn bei uns ist das Menschenrecht auf Religionsfreiheit und die Kooperation zwischen dem Staat, den Kirchen und Religionen vorbildlich geregelt. Was ist zu tun und was ist dabei zu beachten? Als katholische Bischöfe wollen wir weiterhin den Weg der respektvollen Begegnung und des ehrlichen Dialogs, dies auch in der konkreten, mit dem Islam gehen. Wir bestärken Christen und Muslime darin, dies auch in der konkreten Nachbarschaft vorzuleben. Es braucht aber auch einen redlichen Diskurs über die Gefahr von politisch instrumentalisierter Religion im Allgemeinen und zum Vormarsch islamistischer Spielformen politischer Religion. Jede pauschale Diffamierung von Religion weisen wir entschieden zurück. Zum Schock über den Terror kommen die vielfältigen Belastungen und Einschränkungen durch die Corona-Pandemie. Auch die Kirchen- und Religionsgesellschaften sind davon betroffen und haben im Vorfeld des zweiten Lockdowns mit den staatlichen Stellen zusätzliche Maßnahmen vereinbart. So gilt bei den öffentlichen Gottesdiensten sowohl in geschlossenen Räumen als auch unter freiem Himmel grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,5 Metern und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Beide Maßnahmen sind strenger als die derzeitigen gesetzlichen Bestimmungen. Darüber hinaus hat sich die katholische Kirche von selbst dazu verpflichtet, alle Taufen, Erstkommunionen, Firmungen und Trauungen zu verschieben. Die vereinbarten Einschränkungen sind ein verantwortungsvoller Beitrag zur Bewältigung der Krise. Gleichzeitig wird damit sichergestellt,
dass die unverzichtbaren Grundvollzüge des Glaubens weiterhin möglich bleiben. Was heißt das konkret? Erstens, die Kirchen bleiben weiterhin offen für das Gebet. Gottesdienste können unter erhöhten Schutzmaßnahmen stattfinden. Das Pfarrcafé nach der Messe entfällt, sowie die meisten kirchlichen Veranstalten. Jedoch die Wärmestuben für die Armen und Obdachlosen und karitativen Aktionen finden statt. Wir Bischöfe sind dankbar, dass die allermeisten Gläubigen die notwendigen Maßnahmen mittragen. Groß ist das Engagement in der Seelsorge an Kranken und Alten, in der Telefonseelsorge bei der Caritas und den Hilfseinrichtungen, aber auch in den Schulen. Das ist wichtig und es darf, das ist unser Aufruf, zu keinem Lockdown der Herzen und der Hilfe kommen. Christliche Nächstenliebe muss sich gerade in diesen Tagen im rücksichtsvollen Schutz der Mitmenschen sowie in aufmerksamer Nähe und Hilfe für Bedürftige bewähren. Hoffnung gibt es seit einigen Tagen auf eine wirkungsvolle und sichere Impfung gegen die Infektion. Dabei ist zu beachten, dass geeignete Impfstoffe immer auch weltweit zu vertretbaren Preisen zur Verfügung gestellt werden müssen. Nationale Egoismen oder wirtschaftliche Interessen müssen diesem Prinzip untergeordnet werden. Personen, die wegen ihrer beruflichen Funktion sehr häufig mit infizierten Personen in Kontakt kommen oder besonders schutzbedürftig sind, sollten bei der Verteilung der anfänglich knappen Impfdosen bevorzugt werden. Christen sollten sich in dieser Situation durch Eigenverantwortung, Rücksicht und Solidarität auszeichnen. Die Bereitschaft zur eigenen Impfung ist Ausdruck dieser Haltung.